und herzlich willkommen zurück zu Dealers Live, dem kleinen Pfandhaus, in dem wir uns hier wirklich versucht haben, uns weiterzuentwickeln. Hier, den wollte ich haben, aber 10.000 wöchentliche Gebühr, ja, das können wir uns definitiv nicht leisten. Ein Glückspilz wollte ich schon haben, aber naja. Wir sind Woche 25, Tag 3. Also wir halten hier schon ziemlich lange durch, aber manchmal diese zickigen Kunden gehen gar nicht. Bernie möchte die silberne Münze haben. Die haben wir in der letzten Folge gekauft. Oh, wir gehen mal auf 500. Ein bisschen was wollen wir auch verdienen. Hm. 470, damit er sich nicht ganz so verraten fühlt. Okay. Er zickt weiter. Hoshi möchte den wertvollen Cowboyhut haben. Okay. Die Schätzung lag bei 1780. Wir haben 1200 bezahlt. Machen wir 2500 draus, damit es sich für uns lohnt. Hat sich gelohnt. 1300 sind in die Kasse gekommen. Oh, diese Fliege ist ja der absolute Knüller. Und er hat hier, wir sehen es, ein T-Shirt an, was eine Fälschung ist. Erik Molinari möchte den Nachttisch haben. Der hat uns 118 gekostet. 250 können wir ruhig draus machen. Okidoki, 132 plus. Das war jetzt nicht schlecht. Weiter geht's. Gehirnwäscher, Profiler. Oh, grüne Haare, ehrlich? Ja gut, Charlotte mit den grünen Haaren möchte ihre Gummiente von 1917 loswerden. Epischer Gegenstand. 1600. Wenn er das sagt, 1600, dann müssen wir uns auf 1200 runterbegeben. Das werden wir nicht kriegen. Die wird rumzicken bis zum geht nicht mehr. 1400. Viel mehr möchte ich gar nicht. 1450. Ein bisschen was möchte ich auch unterm Preis bleiben. Und das ist... Ja, egal. Ich hoffe, wir werden es für einen guten Preis wieder los. Elia möchte diesen Cowboy-Hut auch episch. Dann lass uns mal verhandeln. 300. Ich weiß nicht, das bringt nichts. Tschüss. Ja, man kann nicht immer nur Glück haben. So, Glückspilz. Wieder der 10.000er. Berater. Nein. Und geh... Oh, was bist du denn? Für Mafiosi. Weißt du, wer ich bin? Nein. Das ist wirklich schlecht. Wie kannst du erwarten, hier zu bleiben, ohne den Wohltäter des Distrikts angemessen zu respektieren? Einer meiner Leute hat mir gesagt, dass du dich geweigert hast, zur Sicherheit dieses Ortes beizutragen. Weißt du, was es bedeutet? Ist mir egal. Du solltest besser aufpassen, mit wem du sprichst. Diesmal werden mir ein paar Gegenstände dabei helfen, zu vergessen, dass du gerade gesagt hast. Du kannst nur hoffen, mich nicht wiederzusehen. Wie minus zwei Gegenstände? Was soll das denn? Ich kann doch nichts anderes klicken, ne? Don Vito. Na toll. Hey, was für ein Honk? Hey, was für ein Honk? Ich glaube, ich spinne.
Diane möchte diese Mittel. Ja, genau. Darren möchte das Messer loswerden. Da brauche ich keinen Experten zu fragen. Da sage ich gleich mal 40. 50. 55. Ja. Und du möchtest die Toilette, die sehr gute Toilette, lass uns verhandeln. Nee, 800. 780. Komm schon, ein bisschen musst du was drauflegen. Jawohl. 440 plus. Dann nimmt einfach zwei Gegenstände mit. Was für ein ABC. Hier, den möchte ich haben. So. Glaube ich, spinne, ey. So, Brand möchte das Katana loswerden. 425. 200. Genau. Er möchte mehr als meine Schätzung. Genau. Tschüss. Du möchtest die epische Ente holen. Die epische Ente kostet 3000. 2,8. 2,7. Also, abgemacht. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel mehr rausschlagen kann. Okay. George King möchte die silberne Rüstung loswerden. Lass uns mal verhandeln. 3500, never ever. Wir stapeln tief. Okay, 2000. Ne. 2500. 2600. Dir wurde was, du. Und tschüss. Ist mir egal. Alexander möchte diese Militäruniform von 51 oder 57, genau, loswerden. So viel Geld werden wir wahrscheinlich nicht haben. Wir machen mal 3000 draus. Wird er nicht machen. Tschüss, war klar. Aber wir müssen ja auch an unsere wöchentlichen Kosten denken. Tommy hat jetzt die Pistole fertig gemacht. Und jetzt haben wir das Messer und die Pistole. Oh, das Messer werden wir mal schön restaurieren lassen, genau. Also wir haben genau zwei Gegenstände zu verkaufen. Das ist jetzt nicht so wirklich viel. Aber Margaret möchte ihre Spielekonsole loswerden. Für 1260. Wir machen mal 700. Das ist ein epischer Gegenstand. 800. Auch sie wird wieder beleidigt abhauen. Wenn ich schon in dieses Gesicht gucke. Guck mal, sie ist sehr geizig. Aber hat keinerlei Kompetenz. Ah. Das ist dein letztes Angebot. 1120. 900. Dann geh halt. Nein. Aber ich muss. Ich habe sonst nichts zu verkaufen. Inara möchte diesen Basketball, ein seltener Basketball, in sehr gutem Zustand. Das ist gut. Das ist gut. Da müssen wir mal gucken. 500. Lass mich nachdenken. Wow. Nicht schlecht. Ja. Das war. Da werden wir den epischen Gegenstand loswerden. Und wir haben wieder nur zwei Gegenstände, nee, drei. Wir haben ja auch noch das Messer. Camilla Wang möchte ein altes Schwert loswerden.
4.500, das ist schon heftig. 2.500. 2.800. 2.800. Okay. Bevor hier weiter gezickt wird und ich hier nichts mehr loswerde, gib Stoff. Auch du hast eine Fälschung schon wieder an. Du möchtest das Videospiel loswerden. Dann lass uns mal verhandeln. 20 gebe ich dir. Genau. Okay, 30. 40. Entweder du machst es. Okay. Du möchtest... Was ist das denn? Ein Rugbyball. Okay. Wir müssen tatsächlich mal zusehen, dass wir wieder ein bisschen was in die Lust, in die Regale kriegen. 54, 30, 63, genau. 35. Bin mir nicht sicher. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gehirnwäsche und so weiter brauchen wir nicht. Tommy ist auch noch beschäftigt. Jetzt kommt wieder Mr. Hundehalsband. Und Mr. Hundehalsband möchte das alte Schwert haben. 4.550. Wir machen mal 5.500. Okay, 2.400 plus gemacht. Sehr schön. Das ging rucki zucki. Tiffany. Tiffany traue ich ja auch nicht so wirklich über den Weg, ne? Der Teppich 85, dann machen wir mal 40 draus. Halbieren wir mal. Genau, du willst 86 haben, wenn ich den auf 85 schätze. Und tschüss. Lukas, Jeremy Lukas möchte diese alte Axt von 1842. Okay. Die Schätzung liegt bei 6000. Hmm. 3.700, komm. 3.900, komm schon. Also bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens was. So, und du möchtest das Spiel haben. Lass uns verhandeln. 160. 155. 152 ist für mich okay. Damit haben wir gutes Plus gemacht. Und weiter geht's. Du möchtest diese alte Axt. Dann lass uns mal verhandeln. 9.300. Wir machen mal 12.000 draus. 11.000. Yes, Sir. Wenn das mal nicht ein gutes Geschäft war, dann weiß ich auch nicht. Wenn das mal nicht... Und hier, Tommy ist auch fertig. Das Messer ist bereits... Sehr gut. Also haben wir die beiden schon auf sehr gut. Die Konsole, was würde uns das kosten? 324. Mach mal. Mach mal, mach mal. Oh, was bist du denn? Du bist auch schon wieder so ein Drohheini. Hallo, ich meine, guten Morgen. Freust du dich, mich wiederzusehen? Ach ja, du bist ja von letztes Mal. Ich bin herumgelaufen und ich meine, ich habe mich gefragt, ob du mehr Geld für mich hast. Niemals. Ach komm schon, du musst so hart zu... Ach komm schon, du musst so hart zu sein. Ich meine, schlimme Dinge könnten passieren. Niemals? Ernst? Ich meine, du machst keine Witze, oder? Nun, wenn es das ist, was du willst, denke ich, dass ich jetzt gehen werde. Ich meine, ohne Geld von dir, ganz allein. Nett, komm nicht wieder. So, Nani oder Nanny. Stinson möchte die Pistole loswerden. Boah. 80.
Okay. Super duper, Dankeschön. Weiter. Versteigerungsergebnis. Wir haben ein Plus von 100 gemacht. Das ist nicht schlecht. Ich wollte doch mal hier gucken. Wir sind jetzt schon fast ehrlich. Und ehrlich währt immer noch am längsten. So. Das ist Leroy. Leroy möchte den Rugbyball haben. Leroy mit den Klamotten hat Geld. Ja, genau, 42. Genau. 43. Willst du mich verjappeln? Das bringt doch nichts. Ich bezahle doch nicht. Nee. Nee. So wird mit mir nicht gefeilscht. Wir öffnen den Laden. Claire möchte die Videokamera loswerden. Wir fragen mal den Experten. 430. Boah, 200. Tschüss. Und du möchtest den silbernen Ring loswerden. Sehr geizig. Das ist ein Sammler. Die ist hart im Nehmen, die Frau. Aber ...750. Okay. Und wir mussten 5.100 bezahlen für unsere Angestellten. Du trägst auch schon wieder ein Plagiat und möchtest diese nette... Oh Gott. Echt? 850? Wir wollen mal richtig tief stapeln. 400... 420, dir wurde was. 440, dir wurde was. Lass mich nachdenken. Dankeschön. Super duper. Du möchtest das wiederhergestellte Messer haben. 230, da müssen wir leider noch mal ein bisschen was drauflegen, weil wir haben ja damit auch viel Arbeit gehabt. 320. 300. +175. Okay. Und hier Mr. Hundehalsband Igor möchte diesen Perserteppich verkaufen. Träumst du? Bye bye. Du möchtest die lustige Brille haben. Die lustige Brille kostet 1000. Geht doch. Plus in die Kasse gespült. Wunderbar. Du möchtest schon wieder eine Toilette loswerden. Oh Gott. Annette möchte die Toilette loswerden. Die ist in einem sehr schlechten Zustand. Also, never ever 700. 400 könnte ein Schuh draus werden. Ja, genau. 450. Was möchtest du denn? Tschüss. So, und Gaius. Gaius Portmann möchte den Rugbyball haben. Ein Huni. Komm schon. 49. 80. Ein bisschen Plus muss ich ja wohl auch machen, ne? So geht das hier nicht. Du möchtest diese wertvolle Pistole. Die wertvolle Pistolette. 1300. Wir haben sie schließlich
schön hergerichtet. Das war ein Plus in der Kasse. Und der Tommy hat gerade die Spielekonsole wie neu hergerichtet. Und Julie möchte die Pistolette haben für 350, 172, 300, 250, bei, ja genau, da brauche ich keinen Experten zu fragen, ich bin nicht interessiert. Und die Silberohrringe, da fragen wir mal den Experten. 2500, 1500, 1600, 1780, letztes Angebot. Na gut, wir nehmen sie mit. Und das war's dann auch für mich. Ich denke, ich werde dieses Let's Play einstampfen. Weil mir geht irgendwo jetzt langsam auch die Lust verloren. Man kommt nicht wirklich voran. Mir gibt das so überhaupt gar nichts. Es prickelt nichts, gar nichts. Wenn man hier wenigstens vorankommen würde, schneller an neue Läden kommen würde, schneller an neue Gegenstände kommen würde, dann wäre das alles vielleicht ein bisschen interessanter. Aber so stagniert das immer die ganze Zeit. Und da habe ich ehrlich gesagt keine große Lust mehr drauf. Ich hoffe, dass demnächst dann auf dem Platz von Dealers Life ein anderes Let's Play starten kann. Ich habe da was im Auge, weiß aber noch nicht, ob und wie und wann ich das umsetzen kann. Weil momentan ist es so, dass teilweise bis zu 4 Let's Plays auf meinem Kanal täglich kommen. Und das ist ganz schön viel. Wenn man bedenkt, dass wir hier eine Familie sind. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Und wenn ihr Spielevorschläge habt, wo ihr denkt, die könnte ich mal ausprobieren, so im Sinne von Simulation, dann schreibt es mir einfach mal unter das Video. Ich würde mich freuen. Daumen hoch oder runter wäre auch ganz cool. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Bis dann, ciao und bye bye.